Drag Queen Olivia Jones, Fernanda von den Hot Banditos, Moderatorin Anna Hisch und Popstar-Sänger AK. Jeder der vier will die beste Party schmeißen. Mit 500 Euro Partybudget steigen die Promis in den Ring. Erlaubt ist, was gefällt. Am Ende der Woche werden die Feten unter den strengen Augen von Partykönig Michael Ammer bewertet. Nur einer kann gewinnen. Gestern hat Fernanda, die brasilianische Sängerin der Hot Banditos, mit ihrer knallbunten Party im Waschsalon 12 Löwen abgeräumt. Mit brasilianischen Partyspielchen, Samba-Rhythmen und sexy Hüftschwüngen brachte sie die Stimmung zum Kochen. Heute ist die Drag Queen Olivia an der Reihe. Seit Jahren gehört sie zum festen Bild der Hamburger Reeperbahn. Alle kennen sie. Bei einer Größe von fast 2 Metern mit Perms auch kein Wunder. Und sie hat sich ein ganz außergewöhnliches Motto ausgedacht. Heute ist Kampf der Kulturen. Wir fangen erst auf dem Kiez an. Hamburg, wie es leibt und lebt. Und dann geht es ins Hofbräuhaus. Und da wird richtig zünftig in Birndl dann weitergefeiert. Finde ich vom Thema her eigentlich nicht so toll. Also so ein Ding macht man wirklich im Original Hofbräuhaus normalerweise. Wenn in Hamburg macht man was am